Ja, liebe Leute, willkommen zurück zu einem Überraschungsprojekt, Fragezeichen. Nun, wirklich überraschend sollte es nicht sein, denn ich habe es ja bereits auf Social Media und zwar angekündigt. Aber ich hatte mal wieder so richtig Bock auf das Pokémon TCG. Ist ja momentan auch so richtig gehypt, wobei eher das physische als das Online-Spiel. Aber das Sammeln ist mir jetzt nicht so wichtig. Ich mag es viel eher, damit zu spielen. Und ja, einige von euch haben mir ein paar Codes geschickt für Packs und die wollen wir uns heute mal anschauen, was dann dabei so rumkommt. Ich habe ja bereits vor 5 Jahren mit diesem LP angefangen, aber dann einfach nicht mehr weitergemacht. Wenn wir uns jetzt zum Beispiel mal anschauen, ich habe jede Menge von den EX-Karten, oder? Oder nicht? Oder war das GX-Karten? Wie hießen die nochmal? Ich weiß das gar nicht mehr so genau. Ich hatte auf jeden Fall einige davon und jetzt finde ich die hier nicht. Das ist doch irgendwie sehr seltsam. Vielleicht hätte ich mal hier auf Filter gehe und dann jetzt hier bei EX nachschaue, Pokémon EX. Ja, genau, hier seht ihr, wir haben jede Menge von den älteren Karten, die können aber heutzutage meines Wissens nach nicht mehr gespielt werden, weil die immer so eine Rotation haben, wo dann halt die letzten 2, 3 Jahre oder so gespielt werden können. Aber auf jeden Fall, ihr habt mir jede Menge Packs geschickt. Ich werde auch übrigens in die Beschreibung nochmal einen Link packen, nicht einen Link, eine E-Mail-Adresse packen, wo ihr euch mir dann Kram schicken könnt, wenn ihr die Codes halt selbst nicht braucht. Also bevor ihr sie wegschmeißt, könnt ihr sie auch einfach mir geben, ne? Ich glaube, das ergibt irgendwie Sinn, aber wenn ihr die selbst benutzen wollt, dann benutzt sie lieber selbst. Aber auf jeden Fall an dieser Stelle erstmal danke an die Leute. Prinz Zuko, der mir ein Themendeck und ein Booster zugeschickt hat. Dann noch haben wir Mr. Anonym, der mir irgendwie 15 Packs geschickt hat. Und dann noch UniverZITG, der mir auch nochmal etwa 8 Packs geschickt hat, plus eine Boosterbox oder sowas in der Art. Auf jeden Fall sehr großen Dank dafür. Hatte nicht gedacht, dass so viel dabei rumkommen würde, aber deswegen machen wir jetzt hier einfach mal so ein paar Unboxing-Parts, würde ich sagen. Ich weiß auch gar nicht, was jetzt hier neu und alt ist. Also ich denke mal, Schwert und Schild wird zumindest einigermaßen neu sein. Deswegen fangen wir vielleicht mal. Okay, das hier ist Schwert und Schild, Schwert und Schild. Vielleicht fangen wir ganz rechts an, weil. Ach ja, genau, hier ist, haben wir noch so Sonne- und Mondkram. Okay, fangen wir rechts an und arbeiten uns so langsam durch. Haben wir nämlich ein Pack von Serie X und Y von der Schicksalsschmiede Booster Pack. Schauen wir uns doch mal an, was wir jetzt hier so haben. Öffne ein Booster Pack und schauen wir doch mal. Ich bin echt gespannt. Schon seit Ewigkeit nicht mehr gespielt, den Kram hier. Sesokids, ja, Fynx, ganz nett. Was haben wir hier? Altarias Geistesbund. Dein Zug endet nicht, wenn das Pokémon, an das diese Karte angelegt ist, zu M. Altaria EX wird. Ich weiß nicht, was das heißt, aber es hört sich nicht ganz so gut an. Was haben wir hier? Ein Moterpel. Wirklich eins der erbärmlichsten Pokémon, will ich fast sagen. Burmadam zuerst. Beliebig oft während deines Zuges vor deinem Angriff kannst du eine Schadensmarke von einem deiner Burmadams auf ein anderes deiner Pokémon verschieben. Also das scheint mir wirklich nicht ganz so gut zu sein. Also, ja. Kommen wir mal hier zur Serie X und Y Evolution Booster Pack. Vielleicht haben wir hier ein bisschen mehr Glück. Schauen wir doch mal, was es hier so gibt. Ich meine, auch diese Karten sind heutzutage gebannt, deswegen ist es jetzt nicht so wichtig vielleicht, aber. Oh, die kenne ich auch alle! Das sind die ganz, ganz alten Karten. Kennt ihr die noch? Klar, dieses Raupi kann. Also, wenn ihr die Karten nicht kennt, dann seid ihr aber völlig lost. Das waren damals. War das damals das allererste Set? Ich glaube ja. Das hier ist aber neu. Turtox Geistesbund. Dein Zug endet nicht, wenn das Pokémon, an das diese Karte angelegt ist, zu M Turtok EX wird. Was heißt denn M? Mega Turtok wahrscheinlich wegen des Artworks. Okay. Aber richtig nostalgisch hier, oder? Was haben wir hier? What the hell? Nidoking Turbo? Das sieht richtig krass aus. Das waren diese Karten, die so andersrum waren. Erinnere ich mich gerade dran, wegen des Quajutsus, das wir gespielt haben damals. Und wenn das jetzt schon die vorletzte Karte war, was kommt denn jetzt? Oh. Oh. Okay. Das war jetzt. Ja. Ich dachte, jetzt kommt auch was viel Krasseres, aber nee. Ich meine, ich kann mich aber auch nicht beklagen. Das ist ja wirklich krasse Ausbeute. Keine Ahnung, ob es gut ist, aber es sieht geil aus. Nidoking Turbo. Kann man das irgendwie drehen, damit man das vielleicht besser lesen kann? Nein, ich möchte nicht nein! Das gebe ich nicht her, das will ich behalten. Ich wollte halt irgendwie das Ding umdrehen, damit ich das vielleicht lesen kann, aber nein. Und anscheinend hatte ich schon eine davon, weil wir jetzt zwei haben. Okay. Weil ich hatte ja schon mal vor 10 Jahren oder so ein LP zu diesem Spiel gemacht. Und nun ja. Vor 5 Jahren, als ich noch ganz jung war. Das war wirklich, da war dieser Kanal hier noch vollkommen neu. Was haben wir jetzt hier? Jetzt habe ich gar nicht drauf geachtet, was das hier für ein Pack ist. Aber schauen wir doch mal. Auch hier haben wir so eine leicht schimmernde Karte, ein Sesokids. Typ 0. Okay. Ja, die sehen jetzt ja alle nicht so besonders aus. Ich mag. Das Artwork ist ganz hübsch, oder? Sneebel? Aber schauen wir uns mal hier die letzte Karte an. Und zwar. What the hell? Alolas Nobilicat GX.
Selbstgefälliges Lächeln. Verhindere alle Effekte von Attacken einschließlich Schaden, die diesem Pokémon durch Tag-Team-Pokémon und Ultra-Bestien deines Gegners sowie durch Pokémon deines Gegners, an die mindestens eine Spezialenergie angelegt ist, zugefügt werden. Ja, natürlich habe ich das verstanden. Was? Klauenschlitzer, 120 Schaden. Und was haben wir hier noch? Das kann ich ja kaum lesen, was da steht. Diese Attacke fügt einem Pokémon des Gegners 120 Schadenspunkte zu. Der Schaden dieser Attacke wird durch schwäche Resistenz oder andere nicht beeinflusst. Okay. Ja, auch richtig geiles Artwork, oder? Ich feiere hier so richtig die Artworks ab. Richtig cool. Ich weiß gar nicht, was GX bedeutet. Ich kenne nur diese ganzen EX-Karten, aber es kamen ja wieder neue Sachen dazu. Ach, das ist auch die Alola-Form, merke ich gerade. Okay. Cool, cool. Warte mal, bevor ich jetzt das nächste aufmache. Was war das hier für ein Set? Serie Sonne und Mond. Welten im Wandel. Davon haben wir gleich 8 Stück. So, machen wir noch eins hier auf. Ich glaube, die sind auch sogar schon spielbar mittlerweile wieder. Oder nicht nur wieder, sondern die sind noch spielbar wohl eher. Für einige Zeit. Energie. Oh, ein, wie heißt du nochmal? Bautz, genau. Oh, richtig süßes Artwork, oder? Plinfa. Ach, das Cosmog hier. Richtig süß. Ich muss generell sagen, ich liebe die Artworks des Pokémon-TCG. Das kann ich nicht anders sagen. Voluminas. Dreifachnase. Was ist das denn für ein Angriff? Und da bin ich natürlich jetzt neugierig, was wir hier an letzter Stelle haben. Bisher war unser Glück eigentlich ganz gut. Ursaring. Einhämmern 50 Schaden. Schwerer Halt. Das verteidigen Pokémon kann während des nächsten Zuges seines Gegners nicht angreifen. Ja, gut, scheint das jetzt nicht unbedingt, aber Normal-Pokémon halt, ne? Okay. Machen wir noch eins auf. Schauen wir mal, was wir hier so haben. Jede Menge neue Karten, das ergibt Sinn, weil wie gesagt, schon seit Ewigkeiten nicht mehr gespielt. Vor 10 Jahren so. Vor 5 Jahren war es. Trainerkarten. Das ist gar keine Unterstützerkarte, Trainer. Ich weiß nicht, was dieses Tag-Team bedeutet. Wenn ihr mir das in den Kommentaren mal erklären könntet, das wäre ganz cool, weil ich habe keine Ahnung. Lege Dreckkarten. Da schaue ich mir vielleicht mal offscreen alles so ein bisschen an. Diese hier ist auch so leicht schimmernd. Und was haben wir jetzt hier? Wir haben hier ein Elisard. Ja. Warum ist der denn eigentlich Typ normal? Hätte man dem nicht den Elektro-Typ geben können? Oder hat dafür das Budget nicht mehr gereicht? Nun ja. Machen wir noch eins auf. Es macht richtig Bock, hier die Packs aufzumachen. Vor allem, weil ich die Karten nicht kenne. Okay, so langsam kriegen wir jetzt hier auch ein paar, die sich wiederholen. Wie dieses Plinfer hier zum Beispiel. Mika. Auch hier wieder so ein leicht schimmerndes Knäckleon. Und was haben wir hier? Auch ein Silvaro. Also ganz ehrlich, Silvaro ist ein mega cooles Pokémon. Aus irgendeinem Grund sind die Starter-Pokémon der 7. Generation jetzt nicht so beliebt. Kann ich null nachvollziehen. Ich finde alle drei mega episch. Kann verstehen, dass einige von der letzten Form von Flamiao ein bisschen enttäuscht waren. Aber naja. Ey, richtig cool, oder? Diese Attacke fügt einem Pokémon des Gegners 40 Schadenspunkte zu. Also, scheint eigentlich ganz gut zu sein. Was haben wir jetzt hier? Und wie gesagt, falls ihr noch irgendwelche Packs übrig haben solltet, könnt ihr mir die gerne per E-Mail schicken. Die Codes sind ja immer beigelegt bei jedem Pack, deswegen... Oder ein Code pro Pack halt. Und bevor ihr die wegschmeißt, schickt sie einfach mir, okay? Was ist das denn hier? Seit wann machen Items Schaden? What the hell? Also das ist alles wirklich sehr, sehr neu für mich. Aber ich feiere auch die Artworks so richtig. Die sind richtig cool. Finde ich, also ganz ehrlich, ich finde, Pokémon hat die besten Artworks aus allen TCGs so ziemlich. So, was haben wir jetzt hier? Oh, okay, ein Kolossant. Ja, Erdbeben. Es hat gut angefangen, aber so langsam. Und ich werde dieses Projekt auch übrigens nicht jeden Tag bringen. Oh, wir haben jetzt hier. Ist die. Achso, die schimmert gar nicht. Ich dachte, sah so ein bisschen so aus, wegen diesem. Ne, wegen dieser Farbe hier. Aber auch das Artwork, richtig geil, oder? Powerjubel. Aber wie was ich gerade sagen wollte, ich werde dieses Projekt auch nicht jeden Tag bringen, sondern alle paar Tage mal. Und dann, wenn wir mit dem eigentlichen LP anfangen, also nicht mehr mit dem Unboxen der Karten, dann wahrscheinlich sogar einmal pro Woche ein Part von dem normalen TCG. Einfach, weil ich auch nicht so viel Zeit habe momentan. Aber ich hatte einfach Bock darauf. Was haben wir jetzt hier? Ha? Oh, ein Flambirex, wo ich gerade schon von Starter-Pokémon geredet habe, die ich liebe. Flambirex ist leider keins davon, aber trotzdem ein sehr nettes Pokémon. Explosiver Feuertanz. Wenn du dieses Pokémon während deines Zuges aus deiner Hand spielst... Oh, das scheint aber sehr, sehr stark zu sein, um das hier direkt zu boosten. Krass. Okay, sollte man vielleicht nicht unterschätzen. Aber vielleicht ist es auch richtiger Müll, ich weiß es ja auch nicht. Keine Ahnung. Nun gut. Wie viele Packs haben wir noch? Ich wollte nämlich zwei Parts hier rausmachen. Wir haben noch 2, 4, 5, 7,
10, 13, 15, 16, 17. Ach, da können wir noch ein paar aufmachen hier. Da können wir noch so 5 weitere aufmachen, würde ich sagen. So, hier. Welten im Wandel. Und was haben wir jetzt hier, hä? Ey, das macht richtig Laune, ey. Vielleicht bin ich auch einfach nur glücksspielsüchtig. Was haben wir hier? Alola Slimer. Ich meine, das Pokémon-TCG ist zwar ziemlich teuer an sich so, ne, aber die Codes aus den Packs sind richtig billig. Die kann man auf eBay für ein paar Cent pro Code bekommen. Deswegen werde ich mir vielleicht auch einfach mal noch ein paar zusätzlich kaufen. Mal schauen. Oh, ein Ka... Oh, das heißt übrigens nicht Kyogre oder so. Das heißt Kyoga. Das wurde mir auch relativ spät erst klar. Kyoga. Wegen des englischen Wortes Ogre. Ja. Flutwasser, lege beliebig viele Wasserenergie. Okay. Und ja, scheint ganz gut zu sein. Was haben wir jetzt hier? Ein Kostürso, ja, okay. Also irgendwie total viele Normal-Pokémon immer an letzter Stelle. So, machen wir noch 4 weitere, würde ich sagen. Was haben wir nun hier? Ich sag irgendwie immer dasselbe, oder? Oh, hier noch so ein schimmerndes Onix. Wie heißen die eigentlich? Ich weiß es nicht so genau. Es gibt immer so einen Namen für die ganzen Raritäten hier von denen. Aber ich kenne mich da jetzt nicht mehr so aus. TBH. Aber ich... Oh, das ist... Schaut euch mal das hier an! In diesem Yoshi's Woolly World Artstyle. Das ist ja richtig süß. Oh, ist das süß, Alter. Azurill. Wenn du das suchst, kannst du... Basis... Ja, okay. Was haben wir jetzt hier noch an letzter Stelle? Mosquito. Ja, das ist eins von diesen Ultrabestien-Dingern aus der 7. Generation. Heile 30 Schadenspunkte bei diesem Pokémon. Bestienboost. Ja. Meine Begeisterung hält sich in Grenzen, aber es sieht ganz cool aus, sagen wir so. So, 3 noch. 3 noch für diesen Part, okay? Ach so, wir haben gar keine mehr. Hier kann man sich übrigens auch noch welche kaufen, wenn man denn wollen würde. Oder auch direkt mal Decks. Es gibt hier mittlerweile richtig viele Decks, habe ich gesehen. Ich meine, schaut euch das so an. Das sind bestimmt so 30, 40 oder so. Würde ich jetzt mal so geschätzt sagen. Vielleicht werde ich mir dann auch hier noch was kaufen, weil wie ihr sehen könnt, ich habe 1000 von diesen Poke-Münzen. Aber wir sollten auf jeden Fall mit den Booster-Packs weitermachen, die ich hier noch habe. Von euch gesponsert. Booster-Packs. 3 weitere habe ich noch gesagt, ne? Genau. Deswegen, ach, wobei, machen wir einfach noch das Set hier zu Ende. Sonne und Mond Ultra Prisma. Das hört sich cool an. Schauen wir doch mal, was wir hier so haben. Also ich finde es ein bisschen blöd, dass auch die Energiekarten immer dabei sind, um ehrlich zu sein. Was haben wir hier? Bestellpad? Wirf eine Münze, durchsuche dein... Bei Kopf dein Deck nach einer Itemkarte. Zeigen Sie mir auf die Hand. Okay. So ein iPad, okay. Ein Luxio, okay. Passt natürlich perfekt zu unserem LP momentan, zu unserem Pokémon Platin LP. Und was haben wir hier? Arnesto. Ja. Auch hier hält sich meine Begeisterung so ein bisschen in Grenzen. Und jetzt das letzte Pack für diesen Part. Was haben wir jetzt hier? Jetzt kommt der große Hype-Moment. Hoffentlich. Oh ja, sogar direkt 2 von denen, die man noch umdrehen kann. Okay. Magnetilo. Bammelin auch sehr süß, ne? Och, das ist aber auch echt süß. Ach, ich liebe die Karten-Artworks. Warum ist denn hier so viel Generation 4 Kram? Hat dieses Set irgendwas mit Generation 4 zu tun? Vielleicht. So, schauen wir mal hier nach. Was haben wir hier? Oh, ein Rex Blizzard. Und warum ist der Wasser? Okay, gut, Rex Blizzard ist Typ Eis und Pflanze und Eis gibt es natürlich hier nicht. Deswegen ist es wahrscheinlich Wasser. Und die letzte Karte für diesen Part ist ein... Komm schon, eine GX-Karte oder so. Für den ultimativen Hype-Moment. Eine Waschmaschine. Es war eine Waschmaschine. Waschrotom. Rotomotor... Also vielleicht, ich weiß ja nicht, ob diese ganzen Karten so gut sind oder nicht, ne? Könnte sein, dass das hier die mega coolen Karten sind, aber ich weiß es nicht so genau. Nun ja, deswegen, wie gesagt, ich wollte hier 2 Parts draus machen, deswegen werden wir uns dann im nächsten Part dieses LPs, dieses Unboxing-LPs, mal die restlichen hier anschauen. Und da kommen wir dann wohl auch schon zu Pokémon Schwert und Schild. Da bin ich sehr gespannt drauf. Aber auf jeden Fall, vielen Dank fürs Zuschauen. Falls ihr noch irgendwelche Codes haben solltet, könnt ihr mir die natürlich sehr gerne schicken. Und die werde ich dann hier auch während dieses LPs noch unboxen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch macht dieses LP auch so ein bisschen Spaß. Es ist irgendwie mega nostalgisch und auch ganz cool, sich die Karten-Artworks mal so anzuschauen. Deswegen vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.